Herzlich willkommen zu einem neuen Moveset-Video. Dieses Mal geht es um das Wink-Pokémon Zwirklop, welches sich von Cold Pizza gewünscht wurde. Zwirklop sticht vor allem als ein sehr tanky Setup-Pokémon hervor, das mit Verteidigungswerten von je 130 von sich zu überzeugen weiß. Die Initiative ist verdammt schlecht, was es perfekt für die Nutzung des Bizarro-Raums macht. Einzig die KP sind nicht sonderlich hoch, dennoch wird Zwirklop so einiges aushalten. Durch den Typen Geist ist Zwirklop immun gegen Normal- und Kampfattacken, resistent gegen Attacken vom Typ Gift und Käfer und weist eine Schwäche gegenüber Geist- und Unlichtattacken auf. Zwirklop hat zum einen die Möglichkeit, mit der Zwinger zu spielen. Hierbei verbrauchen gegnerische Pokémon nicht nur einen AP pro Angriff, sondern zwei. Weitaus besser ist aber die versteckte Fähigkeit Schnüffler, da man hiermit beide Items der gegnerischen Pokémon aufdecken kann und somit weiß, was der Gegner planen könnte. Das Standard-Set von Zwirklop wird mit Schnüffler und einem lockeren Wesen gespielt. Die EVs packt man auf die KP und die Verteidigung. Und mit dem Evoliten bekommt Zwirklop noch einmal 50% mehr Verteidigung und Spezialverteidigung hinzu. Und gepaart mit dem Investment in die KP und der Verteidigung ist es eines der tankigsten Pokémon, die es nur gibt. Und speziell hält es auch verdammt viel noch aus. Die wichtigste Attacke im Moveset von Zwirklop ist der Bizarro-Raum, da man hiermit sein ganzes Team in Szene setzen kann, aber auch selber sehr profitiert, da man ja fast keinen Speedwert hat. Als nächstes hat man mit Seitentausch noch ein richtig gutes Tool zur Verfügung, um seine Partner und Team-Pokémon schützen zu können. Und durch die schon sehr geringe Anzahl der KP bietet sich auch der Leitteiler an, da man hiermit meist positiv rausgeht und sich selbst noch gut heilen kann. Und Nachtnebel wäre eine Attacke, die konstant 50 Schaden anrichtet, was auch wichtig ist, weil die Angriffswerte ja nicht sonderlich hoch sind. Alternativ kann man auch zum Irrlicht greifen, damit man physische Angreifer verstümmeln kann, oder die rechte Hand nutzen, um das eigene Team weiter supporten zu können. Als letzte Möglichkeit kann man mit Zwirklop auch noch die Dampfwalze mitnehmen, um auf eine andere Art als Bizarro-Raum für Speed Control sorgen zu können. Zu den Countern und Checks zählen vor allem Pokémon, die Verhöhner einsetzen können, da man damit die Benutzung von Bizarro-Raum unterbinden kann. Hierzu zählen zum Beispiel Pokémon wie Gengar, Nachtara, Zubiris, Elfun, aber auch eine große andere Zahl an Pokémon. Eine andere Möglichkeit wäre es auch mit Skelabra mit einer Kombination aus Begrenzer und Bizarro-Raum die Attacke unterbinden zu können, da wenn man Begrenzer einsetzt, andere Pokémon die Attacken vom Moveset des einsetzenden Pokémons nicht mehr nehmen kann. Das heißt, Skelabra benutzt Begrenzer, hat Bizarro-Raum im Movepool, dann kann kein anderes Pokémon mehr den Bizarro-Raum einsetzen, solange Skelabra auf dem Feld ist. Bei den Partner- und Team-Pokémon kann man eigentlich alles spielen, das langsam ist und guten Damage hat oder auch sonst im Bizarro-Raum scheinen kann. Allen voran Rihornior, dessen Schwächenschutz mit einer Dampfwalze sogar selber ausgelöst werden kann und dessen Initiative dadurch noch weiter gesenkt wird. Ansonsten hat man noch Optionen auf Kurtel, Zilembrim, Despotar, Tentantel oder auch Meistergriff, welche alle sehr gut im Bizarro-Raum agieren können. An sich lässt sich zu Zwirklop eigentlich nicht mehr viel sagen, weil es ist einfach das Pokémon, das den Bizarro-Raum am besten herholen kann damit auch noch schön die eigenen Team-Pokémon unterstützen und ist einfach eine tanky Macht und spielt man einfach richtig schön defensiv und effektiv ist es auch. Und das war's dann auch schon wieder zu Zwirklop. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass gerne einen Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auf der rechten Seite gelangst du zu weiteren Videos von mir. Bis dahin, ciao!